Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute ist im Auftrag des Königs. Wir haben soweit die Quests auf Adarmos erledigt, die Golems bezwungen und jetzt segle ich ganz alleine in meiner Nussschale zu meinem Hauptschiff und werde woanders hin segeln. Für den König, sich auch so. Wie immer. Und zwar, was wohl jetzt auch angeraten worden ist und auch mal vielen Dank und was ich mir auch denken konnte, wir fliegen, hätte ich beinahe gesagt, wir fahren nach Korinnes. Segeln wir zur Hafenstadt Korinnes. Gut, wir werden sofort lossegeln. Denn da soll es neue Quests geben, neue schöne Quests. Bin ich gespannt, schauen wir mal. Jawohl, Rune angelegt und zwar zum Leuchtturm. Haha. Denn da kann ich ja meinen alten Freund Dandolo wiedersehen und in die Arme nehmen und knuddeln und mir sagen, dass er doch ganz toll ist und mir bestimmt weiterhelfen kann, was die Mitarbeit angeht. Fragen wir ihn mal, hier gibt es nur Dandolo bessere Waffen geben. Was könnte ich ihm denn mal geben? Nimm. Gut. Ich gebe ihm mal, also das werde ich ihm nicht geben, aber ich gebe ihm mal den El Bastardo. So, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Kampfverhalten. Sagen wir mal erstmal defensiv. Ja, und dann speichere ich mal ab. Ja, dann werden wir mal hier nicht so schnell, daran muss ich mich auch noch gewöhnen, nicht so schnell voranschreiten, damit Dandolo noch weiterkommen kann und mir folgen kann. Ach ja, eine kleine Neuerung von der Optik hier meines Let's Plays. Ich habe es ein bisschen jetzt simpler gemacht. Ihr seht mich rechts unten in einem abgerundeten Border, also in einem abgerundeten Rahmen. Das ist meiner Lieblingsfarbe Orange. Ja. Und trägt nicht so auf wie dieses Gothic Menü Border. Also ich habe das damals aus so einem Menü genommen von Gothic 1. So, das sind jetzt ein paar Leidl schon. Jetzt ist es natürlich wichtig, machen wir das tagsüber? Wollen wir das tagsüber machen, Dandolo? Oder gucken wir mal, ob wir die einzeln herauslöschen können. lösen können. Gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt, wie wir beiden das machen. Der Dandolo und ich. Ich habe den Giftpfeil eingespannt. Dann gucken wir mal. Ist da oben einer? Bis jetzt noch nicht. Ich mach dich fertig, Mora. Ah ja, okay. Da ist einer. Rockwache. Die schießt zwar. Ich krieg Erfahrungspunkte. Aber er trifft mich nicht. Das ist ja übelst cool. So, treffe ich ne? Also ich habe irgendwas getroffen eben, aber ach, ich treffe da die ganze Zeit den Kasten. Oh. Da oben habe ich was getroffen, aber die Orkwache noch nicht. Mal gucken und so positionieren. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es. Bisschen treffen, mal gucken. Ums Eck. Ach, schwierig ist das da. Wie sieht's denn hier aus? Okay, die sind noch nicht alarmiert. Was ist mit Dandolo? Der ist erstmal da ganz lustig. Okay. Endlich, den haben wir jetzt auch. Den Orkspeer. Ich mach dich fertig, Mora. Jetzt kommt ein Nahkämpfer. Oh, das wird übelst. Ich speichere mal. So, dann schauen wir mal, ob wir den hier schnell töten können. Ja, das klappt. Jetzt fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ich das hier gerade richtig mache. Weil es könnte ja durchaus sein, dass ich wieder mal was verpasst habe.
Und im Logbuch steht, ich sollte doch lieber mal erstmal aufpassen. Hallo? Gibst du mal um? Super. Irgendwas verpasst habe, was noch wichtig ist. So, Dille. Okay, der vordere Bereich ist geklärt. So, und dann hier noch. Der da hinten. Ja, also. Wunderbar. Kämpfe. Ja, ich kämpfe ja doch schon. Okay, der vordere Bereich, es sieht ganz gut aus. Jetzt will ich aber nicht zu weit reingehen, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Ich speichere lieber mal. Okay, und dann schicke ich Dandolo aber sicherheitshalber doch mal am besten woanders hin. Und zwar warte auf mich. Gut. Und zwar treffen wir uns mal Kloster Flüchtlingslager in Onas Hof. Zu den anderen, okay. Onas Hof. Warte auf mich auf Onas Hof. Na gut, dann gehe ich mal los. Er hat noch seinen Pfeil in der Hand. Und ich möchte auch ganz gerne dorthin. Und zwar erstmal zum Milizlager, weil ich mochte doch mal ganz gerne wissen, was André sagt. Was zum Geier geht jetzt ab? Kann mir jemand erklären, was hier passiert? Wieso ist das hier so? Wo? Was ist hier los? Ach, du liebes Lieschen! Mann! Suchenden! Okay, dann mache ich mal Folgendes. Ich lasse den mal hier einmal in Ruhe zu Onas Hof fetzen und dann werde ich natürlich, jetzt weiß ich, dass da jetzt plötzlich Suchende auftauchen. Und dann auch mal gleichzeitig hier auch mal meine Waffe zücken. Steck die Waffe weg. Ja, ja, Cedric, ich will aber helfen. So. Fällt da ein, die Kräften wird der Suchende weggesucht. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wo soll ich denn jetzt hinballern? Alles klar. Für den König. Hat er was, der Suchende? Weidenbeere, Wolfsfeld, 12-mal Gold. Okay. Sind wir jetzt hier alle ruhig, bitte? Bitte ruhig sein. Nix machen. Kein Suchender, bitte. Okay. Wolfgang. Okay, wo ist denn jetzt das Andrechen? Ach, ist das Andrechen jetzt weg oder was? Ja, es sind natürlich wieder Überraschungen hier, mit denen keiner rechnet. Boah, leider nicht. Was ist denn André hin? So, was bekloppt das jetzt aber auch. Oder ist er hier drin? Ach, da. Okay, André. Verpasst. André hat nichts mehr zu sagen. Okay, Hackert. Haben auch nichts mehr zu sagen. Wulfgar. Ich brauche Training. Apropos Training, wie sieht es mit meiner Potenz aus? 43. Meister, 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 bring mir Rosen. Fällt mir jetzt mal ein. Gelehrter, Schrift der Erbauer. Ja, Giftresistenz, da brauche ich auch noch Erfahrung. Also wie schon gesagt, Leute, ich muss mich neu orientieren. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier alles so pack. Hey du! Hallo? Hallo! Was fehlt? Okay. Oh, stopp, was weißt du über die Banditen? Aber das ist bestimmt ein alter... Ich sagte dir... Ja, okay. Oh, Beck will nicht mit mir reden. Ja, jetzt gehen wir mal runter Richtung Onas Hof. Ich bin mit der Meinung... Oh, Herr Gerbrand. Eine Frage habe ich noch. Ah, der Verbannte. Warum warst du noch so spät unterwegs gewesen, als Lema bestohlen wurde? Ich konnte nicht schlafen und darum bin ich noch ein bisschen spazieren gegangen. Und das soll ich dir glauben? Glaub doch, was du willst. Ich werde auf jeden Fall nichts mehr zu der Sache sagen. Okay, das ist der Verbannte. Nicht der Verbrannte, sondern der Verbannte, liebe Leute. Das ist nämlich hier
Gerbrand behauptet, in der fraglichen Nacht Schlafstörungen gehabt zu haben. Sehr glaubhaft klang das aber nicht. Ich werde ihn besser nicht mehr nach dem vermissten Goldteller fragen. Wenn Gerbrand der Dieb ist, muss er den Teller irgendwo versteckt haben. Ich muss nur herausfinden, wo. Wer aber könnte hier mir weiterhelfen? Vielleicht sollte ich mal seine Frau fragen. Ja, Frau Gerbrand. Wo ist denn Frau Gerbrand? War die auch hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wo das hier weitergeht. Seine Frau fragen. Gab es überhaupt hier Frauen? Doch, ich höre Frauenstimmen. Da sind sie doch. So, bist du ja, Gerbrands Frau. Da ist sie. Dann fragen wir mal Frau Gerbrand. Darf ich dich was fragen? Wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Nein, keine Sorge. Na schön, was willst du? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja. Ich möchte deinen Goldteller kaufen. Dein Mann ist ein Dieb. Lema wurde bestohlen. So. Und ich gestehe echt, ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil ich nämlich die falsche Antwort gegeben habe. Und zwar, Das ist doch kein Geheimnis. Ja, und dann ist die Quest gescheitert gewesen. Natürlich inkonsequent von mir, aber ich werde jetzt mal eine Unterstellung wagen. Ich will ja nämlich auch wissen, was bei den anderen Antworten möglich ist. Dein Mann ist ein Dieb. Wie bitte? Was fällt dir ein? Bist du vielleicht betrunken? Verstell dich nicht. Du weißt genau, dass dein Mann Lema bestohlen und es Fellern in die Schuhe geschoben hat. Ich werde mich da nicht. Pass bloß auf, was du sagst. Noch ein Wort und ich werde dich bei Lord André anzeigen. Bei Lord André? Das wirst du schön bleiben lassen. Und jetzt rede. Wo hat dein Mann Lemas Goldteller versteckt? Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Mach bloß, dass du hier wegkommst. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Oh, weia. Hat's denn was gebracht? Der Verbannte. Moment. Das habe ich wohl falsch angefangen. Ja, auch hier ist diese Version auch wieder gescheitert. Das interessiert mich nicht. Dann kann ja nur das eine richtig sein. Ich soll ihr den Teller abkaufen. Naja, logisch, oder? Kaum bin ich in Korinis, fangen für mich wieder die Schwierigkeiten an. Okay. Na schön. So, ich möchte deinen Goldteller kaufen. Ich möchte deinen Goldteller kaufen. Meinen Goldteller? Was meinst du? Hast du etwa keinen? Schade, dann bin ich falsch unterrichtet worden. Aha. Schade, dabei hätte ich sogar 250 Goldstücke für den Teller gezahlt. Was? 250 Goldstücke? Okay, logisch. Mein Mann hat mir mal einen goldenen Teller gegeben, auf den ich besonders aufpassen sollte. Okay. Wenn du willst, kannst du ihn für 250 Goldstücke haben. Habe ich denn überhaupt so viel? Hören Sie mal. Ja, dicke. So, jetzt bin ich mal gespannt, was erstmal hier im Logi steht. So, der Verbannte. Gerbrands Frau ist bereit, mir einen Goldteller für 250 Goldstücke zu verkaufen. Hoffentlich ist es derjenige, den Gerbrand von Lema gestohlen hat. Sonst habe ich mein Gold umsonst ausgegeben. Ach ja, dann kaufen wir nochmal. Ich kaufe den Teller. Gut, hier hast du ihn. So, Teller gekauft. Es ist tatsächlich derjenige, den Gerbrand von Lema gestohlen hat. Mal sehen, was Gerbrand dazu sagt. Ich freue mich schon auf sein dummes Gesicht. Okay, bevor ich ihn frage... Ach nee, nicht Lutero. Gerbrand ist da hinten. Nee, auch nicht. Wo war... Ach, da ist er beim Stein. Richtig. Okay. Oh ja. Abspeichern. So, da, zuvor überzeugen wir uns nochmal, ob wirklich der Teller... Ich schätze mal unter Verschiedenes... Ob wir den eventuell hier finden. Da ist was. So, Lemas Goldener Teller. Sehr gut. Jetzt wird der Herr Gerbrand nämlich umdegradiert. Und zwar nicht mehr in Herr, sondern in Dieb. Jetzt habe ich dich. Mal gucken, was geht. Jetzt habe ich dich. Wie meinst du das? Deine Frau hat mir den Goldteller verkauft, den du Lema gestohlen hattest. Was sagst du jetzt? Ich gehe dann mal. Erzählt alles weiter. Tschüss. Ich gehe dann mal? Wohin? Ich dachte, er will mich noch irgendwie aufhalten. Nee. Gucken wir ins Logbuch.
Ich habe Gerban mitgeteilt, dass ich Lemas Goldhelmer von seiner Frau gekauft habe. Er hat, wie erwartet, ein ganz dummes Gesicht dabei gemacht. Jetzt kann ich endlich beweisen, dass Fellan unschuldig ist. Ja, schön. Das wird heißen, dass ich, nein, nochmal zu Lord André gehe, glaube ich, wenn er denn hier wieder steht. Hey du! Ich muss mit euch nochmal wegen Fellan sprechen, Lord André. So? Kannst du etwa jetzt beweisen, dass er unschuldig ist? Ja! Ja, ich habe von Gerbrands Frau Lemas Goldteller abkaufen können. Wie kann ihn da Fellan gestohlen haben? Interessant. Gib mir den Teller. Ich will nachprüfen, ob er tatsächlich derjenige ist, den Lema als gestohlen angegeben hat. Hier ist er. Ja, tatsächlich. Er ist es. Das überzeugt mich, dass Fellan tatsächlich unschuldig ist. Sehr gut. Werdet ihr ihn begnadigen? Selbstverständlich. Teile ihm mit, dass die Verbannung hiermit aufgehoben ist. Gut. Was geschieht jetzt mit Gerbrand? Schließlich ist er der wahre Dieb. Ich fürchte, da kann ich nichts machen. Gerbrand wird sicher abstreiten, der Täter gewesen zu sein. Aber der Goldteller war doch in seinem Besitz. Was ihn sehr verdächtig macht. Er wird aber sicher behaupten, den Teller von irgendjemandem gekauft zu haben. Tut mir leid. Solange ich keinen Beweis habe, kann ich gegen Gerbrand nichts unternehmen. Ich würde dich aber noch bitten, den Goldteller Lema zurückzubringen. Er wird sich sicher freuen, ihn zurückzubekommen. Ja, das werden wir natürlich auch machen. Aber erstmal muss ich gucken, wo denn der Herr Fellan ist. Der Fellan. Ich speichere mal. Dann gucken wir nochmal ins Logiboggy, ins Logbuch. Der Verbannte. Ich habe Lord André bewiesen. Ich habe Lord André bewiesen, dass Fellan unschuldig ist. Ich kann Fellan also mitteilen, dass die Verbannung aufgehoben wird, was ihn sicher sehr freuen wird. Allerdings würde er nicht gerne hören, dass Gerbrand straflos ausgehen soll. Zunächst aber sollte ich mit Lema seinen Goldteller zurückbringen. Mein Gott, wo sind jetzt diese Leute? Lema und Fellan. Die werden hier nicht sein, weil hier sind ja hauptsächlich erstmal Stadtwachen und Bewohner des Oberviertels da. Oh. Und Fellan und genau das Lema sind ja im Hafenviertel ansässig und da werde ich wohl kein Glück haben, die hier zu finden. Ja, der Richter. Wieso? Moment mal, ich rede mal mit dem Richter. Du hast hier nichts. Ja, okay, ist gut. Nee, klappt ja nicht. Schade. Okay, an diesem Punkt werden wir jetzt mal weitergehen. Und ich glaube, dass jetzt hier ganz viele Suchende irgendwo sein werden oder auf mich zukommen. Ja, ja, dann gehen wir mal ganz vorsichtig an. Ich höre was. Wie ist die Lage? Kannst du mal was Neues erzählen? Nachdem die Belagerung beendet wurde, ist nichts Großartiges mehr passiert. Aber trotzdem höre ich was. Oh. Suchen da, unten. Da unten ist einer. Sind sogar zwei oder was? Oder wie? Oder was? Wo sind die? Ganz unten, diese Schwänehunde. Krieg ich die denn eventuell von hier aus kaputt? Ja. Kann er mich von da oben aus treffen? Nein! Doof. Weil ich wollte nicht, dass der eine auch noch mit hinterher springt in sein Leben, in sein Verderben. Mann. Ich mag das nicht, wenn da irgendwie andere noch mit einbezogen werden. Das finde ich nicht gut. So, da sind die. Da habe ich jetzt keinen Bock, die drauf aufmerksam zu machen, dass der Boltan mit dabei ist. Aber wollen wir hier mal ganz vorsichtig trotzdem rangehen. Und zwar geht's hier rum. So. Übel, übel, übel. Weil habe ich. Stopp. Ja. Gut, die sind beschäftigt. Komm. Nein. Kaputt, du Suchender. Nicht ich. Mann, was ist denn das? Also so bringt das alles nichts. Ich muss woanders hin. Ich werde mal zum Großbauern flutschen. Weil so viele Leute, also erstmal zwei Suchenden und dann noch hier diese anderen Viecher, die ich da gesehen habe aus dem Augenwinkel. So, hey, dann du. Dolo.
bessere Waffen ja, geben. Nimm. Gut. Vielleicht habe ich doch noch eine bessere Waffe. Hä? Orkisches Kriegsschwert geschärft? 140? Was ist denn das? Wo ist denn der El Bastardo, den ich ihm gegeben habe? Also was ist das denn jetzt wieder für ein... Ich hab den ja nicht mehr. Ich hab ihn ja nicht mehr hier drinne. Nee, nix. Also das finde ich jetzt echt seltsam. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Was mache ich? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich muss den El Bastardo hier wieder reinholen. So, El Bastardo habe ich jetzt eingefügt. Da schwebt es. So. Hatte, wir merken uns, 170 Schaden gehabt. So, wo ist jetzt der El Bastardo? Schaden. 145. Alles klar. Ich habe ihm eine geschärfte und vergiftete Klinge gegeben. Ich glaube, die war geschärft und vergiftet. Tolle Nummer. Darf ich alles wieder neu machen? Ich hätte dem Dandolo den El Bastardo nicht geben dürfen. Schade, schade, schade. Okay. So. Aber trotzdem, Dandolo. Hey. Gucke ich nochmal genauer ja, hin, was ich ihm geben kann. Gut. So, er hat nämlich ein orkisches Kriegsschwert, 140. Und die Schlachtaxt, die hat er standardmäßig immer drin. So, Krummschwert vergiftet, das ist das, was... Was habe ich denn eigentlich an? Ach so, ja, das Ding hier. Ihn hier habe ich an. Wobei ich nicht weiß, ob der... Grobes Brei... Nein. Wird ja nicht angezeigt. Assassinen-Krummschwert 165. Dann nehmen wir ihm, dann geben wir ihm das. So, gucken wir nochmal nach. Sicherheitshalber, genau richtig. So, geben wir ihm die Waffe. So. Gucken wir sicherheitshalber nochmal nach, ob er die hat. Ja, nimm. Gut. Ja, hat er. Alles gut. Okay, dann speichere ich nochmal ab. Ja, liebe Freunde, tut mir echt leid, dass es so anfangs hier auf Corini so hakelig und stockelig läuft, weil ich wusste jetzt nicht, dass die Suchenden irgendwann mal auftauchen, aber ich wusste jetzt nicht, warum habe ich denn jetzt eigentlich hier die Fackel in der Hand. Hab mich wahrscheinlich verdrückt beim Cheaten. Ach ja, richtig, bei Cheaten da war da Tee mit dabei. Okay, sorry, also wirklich, es ist schwierig. Patrick, willst du nicht mitkommen? Komm mit. Auf geht's. Gut, dann geben wir ihm auch sicherheitshalber nochmal sein Kampfverhalten, also defensiv. So, okay. Da muss man mal ganz. Was sagt Kort denn? Und sonst? Und sonst? Alles klar. Gut. Okay, jetzt kommt wieder wahrscheinlich eine Hakelstelle hier. Odo Bauer, wo soll ich denn jetzt hin? Was soll ich denn jetzt machen? Corinnes befreien? Das kann ja ganz gut sein. So. Ich möchte ganz gerne wohin? Gehen wir erstmal zum Großbauern. Ach nee, ich kann ja mal meine Münzen hier an Vasili verscherbeln. Hast du Interesse an weiteren alten Münzen? Ja. Sicher? Hast du noch welche? Sehr schön. Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Kleinvieh macht auch Unkraut. Oder wie das heißt. Okay, Herr Ona. Alles klar hier auf dem alles Hof. Alles klar hier auf dem Hof. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Oh. Falls du zum König gehörst, verzieh dich direkt. Okay. Hat sich auch nichts geändert. Ich wollte ja nur nach dem Rechten sehen. Tja, Das gibt wieder Daumen nach unten. Ja, gibt's mir. Es gibt einen einzigen, der gibt mir da einen Daumen nach unten. Aber das ist mir egal. Das zählt ja auch in die Wertung mit rein. Ob gut oder positiv, egal. Bodo. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen hier in die Wildnis hinein. Oh! Jawohl. Und werden das Ganze mal von der anderen Seite aufrollen. Bisschen auf Dandolo warten. In der Zeit weiß ich natürlich nicht, wie viel ich jetzt insgesamt aufgenommen habe. Kann sein, dass es zu spät wird. Also, dass es zu kurz wird oder wir zu spät. Wir sollten die Orks meiden.
Die sind viel zu stark für uns. Warum? Hier ist doch Cornermay. Die haben wir doch alle mit den ganzen Truppen, mit dem Garnison kaputt gemacht. Wieso sagst du das jetzt? Hast du eine Fata Morgana gesehen, Dandolo? So, guck mal, da hinten ist schon mal so ein Heinz da. So ein Suchenden. So, jetzt will ich nämlich mal eine andere Waffe anziehen. Und zwar die hier wieder mal, weil ich nicht weiß, was dieses Schwurbelschwert da macht. Okay, gucken wir mal, ob wir ihn hier mal den Suchenden aus der Entfernung mal mit Giftpfeilen antackern können. Bronco, oh, da hinten ist Bronco. Ach Mann. Die ganzen Bauern. Ich habe keine Lust, dass die Bauern hier auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden. So. Okay, abhauen. Abgeschlagen. Shit. Ah ja, ah ja, ah ja. Und ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Gut so. Wow. Das war aber knapp. Jupp. Abgespeichert ist. Musste noch mal eben nachgucken, wie viel ich in dem ersten Teil haben wir schon gelootet. Im ersten Teil meine Aufzeichnung. Da gibt es auch nichts. Schon aufgenommen habe, wie viele Minuten. Ahahaha. Und wie schon gesagt, es kann natürlich länger oder kürzer werden. Deswegen muss ich im Kopf immer so ein bisschen so überschlagen, wie viele Minuten das werden. Ja, da sind wir jetzt bei 34 brutto. Ich gebe noch ein paar Minuten dazu. Gucken, wie viel beim Schnitt dann übrig bleibt. Balthasar, wo will ich denn eigentlich hin? Große Frage. Ja, okay. Dann Dolo, komm mal mit. Wir gehen mal direkt mal zur Taverne. Könnte es ein bisschen schneller gehen, bitte? Ich bin echt total baff. Das macht einen auch so handlungsunfähig, so in der ersten Sekunde, wenn auf einmal da Peoples auftauchen, die mal ebenso schön lustigerweise Feuerchen versprühen. Wo? Aha, zum Beispiel da hinten. Nein, das sind ja noch mehr Suchende. Gegen wen kämpfen die da? Ah, das wird doch gar nichts. Ja, dann gehen wir mal weiter und zwar erstmal hier das Kampfverhalten. Bei Defensiv ist er einfach mir zu still. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hier gerade am Ende des Weges steht nämlich einer. Das werdet ihr euch mal gleich zeigen. Und zwar muss ich erst einmal ein richtiges Pfählchen einlegen. Entgiftpfähl. So, Dille. Und dann mal schauen, ob wir den ein bisschen an... Da wird dann natürlich, dann Dolo, schau mal, da ist ein Suchender. Ich schätze mal, wo einer ist, da auch mehr. So, jetzt hat er den mal. Suppi. Der dann Dolo kommt auch mit. Ja, super, und ich bin wieder im Langsam-Modus. Blöder Ring. Aber das hat geklappt. Oh. Das ist schön. Und da hinten steht noch einer. Wow. Abspeichern und was trinken. So, vielleicht klappt es jetzt besser. Erstmal anritzen, genau richtig. Dann meine Waffe ziehen. Und mal gleich draufhauen, dann Dolo hilft mit. Ich glaube, so läuft das, Leute. Ich glaube, so kann man das auch alles begreifen und ein Teamwork machen. Es sei denn, es sind irgendwie Suchende auf einem Pulk, da hat man absolut null Chance. So wie bei diesen Magiern am Baxadas Turm da, diese Schwarzmagier. Ist er. Oh, er hat mich schon. Er hat mich schon entdeckt. Ist der Dandolo leider nicht? Doch, er kommt nach. Dandolo kommt nach. Aber leider zu spät. Ich habe ihn allein machen können, den Suchenden. Super, Dandolo. So können wir eigentlich weitermachen, oder? Es ist zwar hier ziemlich dark. Aber trotzdem schauen wir mal, ob es nicht irgendwie noch woanders Suchende gibt. Also, ja, grotesk, ne? Ich suche oder wir suchen nach Suchenden. Ja, okay, hier ist wieder diese Krabbel-Krabbel-Geschichte.
Ah, jetzt weiß ich auch. Die liegen alle hier rum. Die kann man die kann man noch looten. Die kann man noch looten. Ach nun, ich habe nur einen vergessen. Okay, dann, da sind andere. Das sind Bauernde. Bauernde. Suchende Bauernde. Okay, dann würde ich mal sagen, wir werden mal wieder hier in die Richtung gehen, Richtung Taverne, oder wir suchen erstmal alles hier ab. Also hier noch ein bisschen in der Ecke. Dandolo. Nicht bummeln, kein Kaffeekränzchen abhalten hier, kein Lagerfeuerchen machen. Sup, sup, sup. Scouty, Bauti. Ich dachte schon, ich hätte eine rote Taschenlampe an. Gucken wir doch mal hier. Ja, 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 ja. Okay, das waren ja die, die ich zu oben gesehen habe. Ganz zu Anfangs. Autsch. Oh, da sind gleich zwei. Das ist doof. Nicht gut. Dann bin ich ja gleich drin. Dann Dolo ist auch futsch. Ne? Oh, 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 der Dolo hat ihn geschafft. Wo ist was zu trinken? Hier. Kann das sein, dass der Dandolo jetzt auch kaputt ist? Bitte nicht. Nein. Ja. Wo ist er denn? Da oben ist... Nee, Dandolo ist noch da. Leute, Dandolo ist noch da. Hä? Wow. Hey, Dandolo. Du bist geil. Mein guter alter Freund und Kupferstecher Dandolo. Schön. Okay, bis hierhin. Ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also am nächsten Tag hoffe ich doch bald. Und dann gucken wir noch weiter nach Suchenden suchen. Oder wir suchen nach den Suchenden. Ich bedanke mich. Gebt einen Eintrag und macht einen Daumen. Okay, tschüss.